Es ist wieder soweit. Heute schlagen die Herzen von Österreichs Pferdesportfans wieder höher. Denn der nationale Höhepunkt im Trabrennsport steht auf dem Programm, die 138. Auflage des österreichischen Traber-Davis. Und ich kann Ihnen schon jetzt versprechen, es wird wieder ein ganz besonderes Rennen. Und ich habe bereits Peter Trutzler bei mir, den Präsidenten des Wiener Trabrennverbands. Herr Peter Trutzler, was erwartet denn die Pferdesportfans heute? Ja, ich glaube, ein Renntag der Extraklasse. Wir haben neben dem 138. National Traber Derby für die Vierjährigen auch das Sweepstake für die Dreijährigen. Erstmals ein Vergleich zwischen österreichischen und international gezogenen Pferden und 8 andere tolle Rennen. Es ist alles angerichtet für einen super Renntag in der Kreau. Auf Sweepstake-Rennen gehen wir gleich noch genauer ein, aber großes Teilnehmerfeld beim Derby, aber leider ein Ausfall ganz kurzfristig ist mir zu Ohren gekommen. Wen betrifft es denn da? Ja, betrifft die Programm Nummer 3, Jackpot. Das Pferd hat sich leider in der Abschlussarbeit verletzt und kann daher nicht teilnehmen. Aber ansonsten das große Feld mit sehr vielen tollen Pferden? Ja, wir haben 15 Teilnehmer. Das gab es schon viele, viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, nicht mehr im österreichischen Traber Derby. Spricht ein bisschen dafür, dass sich viele natürlich hier eine Chance ausrechnen, diesmal auch ein gutes Geld in diesem Derby zu erlangen. Es scheint natürlich ein favorisiertes Pferd im Rennen zu sein mit Lady Cash AS. Aber ich denke mir, dass viele, viele Pferde hier eine Chance haben sollten, unter den ersten 3 zu landen. Und ich glaube, so sehen es auch die Besitzer und die Trainer, darum das große Nennungsergebnis. Jetzt haben Sie ja schon das neue Sweepstake-Rennen angesprochen. Worum geht es denn da? Ja, da geht es erstmals um einen Vergleich zwischen inländisch-österreichisch gezogenen dreijährigen Pferden und im Ausland gezogenen dreijährigen Pferden. Wir haben hier Starter aus Deutschland, aus Frankreich und aus Italien, die aber alle im österreichischen Besitz stehen und in Österreich trainiert werden. Aber das macht hier die Spannung aus, denn die Jahrgangsrennen sind ja normal nur für österreichisch gezogene Pferde. Und hier haben wir versucht, einmal ein neues Format zu kreieren, auch mit Hilfe von Sponsoren, hier 25.000 Euro für diesen dreijährigen Vergleich aufzustellen. Ja, dann freuen wir uns auf einen tollen Renntag. Sind Sie auch positiv, dass viele Fans hier heute begeistert sein werden? Ja, sicher. Also wir werden sicher ein paar tausend Menschen heute hier haben. Wir haben ein tolles Rahmenprogramm mit vielen Attraktionen. Also ich glaube, es ist für jeden etwas dabei. Der Wettergott ist uns auch hold. Es ist so tolles Rennwetter in der Kreau. Es könnte nicht besser sein. Und wir sehen dem Tag wirklich mit viel Optimismus entgegen. Dann danke und wir freuen uns drauf. Dankeschön. Ja, und das angesprochene Sweepstake-Rennen, das ist doch gleich das Erste, das wir Ihnen zeigen wollen. Und Ihr Kommentator dafür ist Peter Brunner. Ja, und das ist einer der großen Favoriten für dieses Rennen. Das ist Power Hill, gefahren von Gerhard Meyer, der österreichische Rekordchampion und Trainer, hat nicht weniger als 7 Pferde, die in seinem Stall in Salzburg, in Maishof, im Stall Antonshof stehen, hier am Ablauf. Ein Star dieses Tages ist auch er, das ist Jorma Kontio, der bereits 70-jährige Starfahrer und Trainer aus Finnland, der lange in Schweden lebt. Für Starby extra verpflichtet fährt hier die Nummer 2, Bella Ciao BR. Mit der Nummer 1, King Time, gesteuert von Cornelia Meyer, der Tochter von Gerhard Meyer, und der Topfavorit, das ist die Startnummer 6, das ist Mona Lisa Venus mit Hubert Brandstetter. Wir sehen hier den Startnummer 4, Jet El Fadmira mit Jörgen Sunnesson, auch der schwedische Star-Catch-Driver wurde verpflichtet heute für den Derby-Renntag, auch ihn werden wir dann später live im Derby sehen. Und das ist der große Favorit, Mona Lisa Venus, gefahren von Hubert Brandstetter, der Oberösterreicher ja im Bürgergedenkrennen mit einem Supersieg in der wahnsinnig schnellen Zeit von 1:13,6 hat er seine Klasse gezeigt. Ein bisschen sauer natürlich Hubert Brandstetter, denn sein Pferd Jackpot eben leider verletzt. Er kann nicht im Derby mitfahren und nachdem er im Vorjahr knapp den Derby-Sieg verpasst hat, hat er natürlich die Chance heuer gesehen, aber leider eben eher nicht am Start. Umso motivierter natürlich ist er für dieses Rennen. Er sieht die weiteren Favoriten. Das sind natürlich auch Wolfgang Ruth mit Dilara Venus mit der Startnummer 3. Kiwi Starry Sky mit Christoph Fischer mit Startnummer 5. Und auch Cavizon, gesteuert von Manfred Strebel mit der Nummer 10. Ganz wichtig natürlich der Start dieses Rennen über 2100 Meter. 25.000 Euro die Dotation für das neue Sweepstake. Ganz außen sehen Sie links Gerhard Meyer mit dem neongelben Dress. Und Hubert Brandstetter gleich neben ihm mit der 6. Also die sind schon ganz eng da aufgefahren. Und in Kürze heißt es dann startfrei. Oh, Fehler schon innen. Bella Ciao, Jorma Kontio kann den nicht mehr unter Kontrolle bringen. Und hinten auch die Lara Venus kurz eingesprungen. Und das aber schon wieder korrigiert. Also schwerer Fehler von Gerhard Meyer. Der ist da schon draußen nach wenigen Metern. Und Elfad Mirajet mit Jörgen Sünnesson setzt sich an die Spitze.
Dahinter aber, Sie sehen es außen in zweiter Spur, schon Mona Lisa Venus mit Hubert Brandstätter und dahinter innen Christoph Fischer im Psyche von Kiwi Starry Sky. Dann ein bisschen Abstand zu Financial Times, gesteuert von Franz Kohnlechner, und dahinter die Lara Venus. Nach dem kurzen Fehler Wolfgang Ruther muss er jetzt einige Meter gut machen. Und die Überraschung, also Power Hill ist schon draußen und Bella Ciao, Jorma Kontio schon disqualifiziert. Gegenseite, wieder macht Hubert Brandstätter jetzt gleich das Tempo flott. Der Oberösterreicher geht schon an die Spitze mit seinem Dreijährigen aus dem Stall Kottingbrunn. Ganz souverän übernimmt er die Führung. Jetzt kann er natürlich das Tempo an der Spitze super kontrollieren. Auf Platz 2 Elfhard Miracet mit Jürgen Sönneson auch ganz sicher. Und dahinter weiterhin Kiwi Starry Sky mit Christoph Fischer. Dahinter hat jetzt in zweiter Spur Wolfgang Ruth mit die Lara Venus die Lücke zugefahren. Zieht das Feld jetzt hier eng zusammen. Und Financial Times weiterhin auf Platz 5. Wir sind wieder auf der Einlaufgeraden hier. Heute bei tollem Sommerwetter an die 29 Grad noch immer am späten Nachmittag hier in der Kreau. Wir sehen hinten Manfred Strebel, der hat mit Kavitzen alle Hände voll zu tun. Der ist da wirklich sehr ungestüm. Ja, und jetzt schiebt sich Wolfgang Roth mit die Lara Venus heran, versucht jetzt in zweiter Spur auch die Zweitplatzierte schon anzugreifen. Christoph Fischer jetzt innen, hat aber da auch noch viel Platz, also kein Problem. Aber ganz souverän einmal mehr Mona Lisa Venus mit Hubert Brandstätter. Der erste Kilometer mit 1,15, also ähnlich wie im Bürgerrennen. Da kann er sicher jetzt das Ganze gut kontrollieren. Wir sehen, der Hubert dreht sich schon um, hat noch einen locker zwei Längen Vorsprung. Außen jetzt die Lara Venus mit der Nummer 3. Ja, aber da tut sich schwer. Jetzt in zweiter Spur schon etwa eine Runde unterwegs. Dahinter Elfhard Miracet, da pariert Jürgen Sönneson den Angriff von Ruth gut. Und der hat ein bisschen Probleme mit dem Gang. Sie sehen es, kurz ein bisschen unrein geworden und fällt wieder zurück. Die Chance jetzt für Kiwi Starry Sky. Da kommt Christoph Fischer, der nimmt das Loch natürlich gerne, und dahinter Financial Times mit Franz Kohnlechner, die restlichen Pferde da schon weit zurück. Wir sind schon im Einlaufbogen, vorbei geht's am neuen Praterviertel hinter der WU und Hubert Brandstätter. Ja, ich glaube, das Rennen ist gelaufen. Sie sehen es ganz souverän. Kann er hier den Erfolg heimfahren? Ähnlich wie im Bürgergedenkrennen kontrolliert er das Ganze wirklich sehr, sehr überlegen. Hat hier ja 5, 6, 7 Längen Vorsprung. Hinten wird es auch spannend um Platz 2. Kiwi Starry Sky kommt da von hinten noch. Elfhard Miracet verteidigt aber den zweiten Platz. Und Mona Lisa Venus mit Hubert Brandstätter gewinnt ganz locker vor Elfhard Miracet. Und dahinter Kiwi Starry Sky auf Platz 2. Siegerpreis 12.000 Euro. Tolles Rennen, das Sweepstake der Dreijährigen, das wir also hier jetzt gesehen haben. Hier noch einmal der Zieleinlauf, die letzte Attacke von Christoph Fischer eben, die aber dann zu spät kommt. Tolle Leistung auch von Jürgen Sönneson, der das Tempo wirklich gut dosiert hat und hier genügend Reserven hat. Und Sie sehen es da, kann Hubert Brandstätter wirklich schon jubeln vor dem Zieleinlauf, denn das war ja ein spielerisch leichter Sieg, den er hier herein heimfahren kann. Und wir schauen auch noch einmal auf den Start, denn eigentlich war es da eben schon für die Top-Favoriten vorbei, für Power Hill und auch Bella Ciao, der hier nicht in den Griff zu bekommen ist von Jorma Kontio. Wir sehen hier früh eingesprungen und der kann den wirklich lange nicht kontrollieren, genauso wie Gerhard Meyer mit Power Hill. Und wir wollen den Sieger hören. Gratulieren Ihnen zum Sieg im erstmaligen Sweepstake. Wie fühlt es sich an? Ja, eigentlich habe nur gehofft, dass sie, sehr toll natürlich, ich habe nur gehofft, dass sie glatt vom Start wegläuft. Sie war halt wieder ein bisschen kompliziert, hat wieder zwei Spuren hinten. Der Herr Meyer und ich sind kurz einmal zusammen, aber es war alles gut gelaufen. Und dann bin ich an die Führung gefahren, der Stallpartner hat die Führung gleich bekommen und dann bin ich ruhig an die Führung gefahren und bin eigentlich gelangweilt weitergefahren. Sie fahren immer wieder Favoritensiege, also Sie bestätigen Ihre Favoritenrolle. Wie funktioniert das? Ja, mit einem sehr gut trainieren, glaube ich, in Ebrechtsdorf kann man sehr gut trainieren. Und ist natürlich ein sehr, sehr tolles Pferd und ist, glaube ich, eine Einzelerscheinung, glaube ich. Ich habe sicher schon sehr gute Pferde, ich habe Shining Star vor Rosis Venus, aber ich glaube, das ist eine von meinen besten. Mona Lisa Venus, also auch mit der Hitze heute gar keine Probleme gehabt? Sie hat beim Aufwärmen extrem geschnauft nach dem Aufwärmen, darum habe ich heute vor dem Rennen keinen Fehlstart mehr bekommen. Sie hat ein bisschen zu stark für die Temperaturunterschiede, hat man also zu viel geschnauft auf jeden Fall. Volle Tribünen, welche Rolle hat das Publikum gespielt? Ja, Wahnsinn, so viele Leute wie heute am Derbytag habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das Wetter passt. Was gibt es Schönes auf so einem Renntag? Gewinnen so ein großes Rennen und die Sonne scheint. Also nichts Besseres kann uns nicht passieren. Was erwarten Sie sich jetzt vom Derby? Vom Derby leider ist nicht startet, er hat sich die Wochen wehgetan. Ich hätte eine super Leistung gebracht, oder vor 14 Tagen da in großen Rennen. Also ich glaube, dass ich unter die ersten drei gewesen wäre. Aber wer ist jetzt Ihr Sieger-Favorit? Nummer 1, glaube ich,
Ja, ich glaube, Nummer 1 wird gewinnen. Wenn er gerade vom Start wegkommt, glaube ich, dass Nummer 1 gewinnt. Ja, dann Dankeschön, Gratulation und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Ja, also das heißt, wir haben jetzt hier schon ein bisschen einen Favoritentipp, nämlich Lady Cash AS. Und wir wollen uns natürlich jetzt die Favoriten für das Derby auch noch anschauen und haben da zuvor mit den Fahrern gesprochen. Ja, Matthias Schambeck, viele sehen Sie als großen Favoriten mit Lady Cash AS, aber Startposition 1. Was haben Sie sich da gedacht, dass Sie die gezogen haben? Schlimmer kann es nicht gehen mit ihr. Nein, gut, es ist jetzt so, wir haben aus dem Nummer 1 bekommen und jetzt müssen wir das Beste daraus machen und wir haben es schon hinbekommen. Sie ist halt einfach hinter Mathis, also das große Problem, dass sie sehr hitzig ist und sehr gehfreudig ist und da muss man es halt ein bisschen forcieren und das muss man ein bisschen überstehen, sage ich jetzt einmal. Und dann ist von der Klasse her, ist sie, denke mal, das Siegpferd, aber es sind so viele gute Pferde drin und es ist so ausgeglichen, das Rennen, das kann eigentlich für mich fast jeder gewinnen. Vor 2 Wochen gab es ein totes Rennen. Wird es heute wieder so knapp? Ich hoffe es nicht. Das heißt, großes Ziel eben, Derby Sieg 2 haben Sie schon gewonnen im Jahr 2000 und 2018. Warum heuer wieder? Warum heuer wieder? Weil ich glaube, ich habe das bessere Pferd. Und alle guten Dinge sind 3. Und Ihr Gefühl hier in Wien, wo Sie schon 2-mal gewonnen haben? Ja, absolut. Ich bin ja schon heimisch geworden in Tirol zwar, aber wir sind sehr oft in Wien herunten und da fühlt man sich ja schon heimisch mittlerweile. Und es ist eine wunderbare Atmosphäre, habe ich gerade gemerkt. Und da mag man natürlich gerne gewinnen. Christoph Schwarz, sehr erfolgreicher Mai mit McEnroe mit 2 Siegen. Wie ist der in Form? Ja, super in Form. Letzten Start hier im Derby-Versuchsrennen auch toll gemeistert. Wir haben ihn ein bisschen defensiver, also schonender vorgetragen und eigentlich nur auf die letzten 150, 200 Meter ausprobiert. Und da hat er gut angepackt. Wir sind zuversichtlich, ja. Das heißt, heute werden dann erst richtig die Karten aufgedeckt? Heute ist das Rennen der Rennen und da muss jeder die Karten aufdecken. Heute gibt es kein Abwarten, kein Schauen, machen wir diesmal und dann kommt ein nächstes Mal. Heute ist Derby. Derby hat eigene Gesetze und da wird jeder von den 15 Teilnehmern versuchen, das Beste draus zu machen. Ja. Und was würde Ihnen ein heutiger Derby-Sieg bedeuten? Das wäre dann der 2. in der Karriere. Genauso schön wie der 1. Genauso schön wie jedes Rennen, was man gewinnt, weil man dann weiß, man hat alles richtig gemacht. Das Pferd hat die Leistung gebracht, was wir wissen, dass er imstande ist. Und der Derby-Sieg ist halt, ja, ist immer eigentlich was Besonderes. Ja. Und warum fühlen Sie sich scheinbar gerade hier in Wien so wohl? Ich fühle mich überall wohl, weil wenn man gute Pferde zu fahren kriegt, dann fühlt man sich auf jeder Rennbahn wohl. Und auch Wolfgang Ruth, Sie sind der letzte Österreicher, der das Derby in der Kriau gewonnen hat. Heute wieder? Es würde Zeit, aber ich habe leider ein Lospech gehabt und habe Nummer 8. Und mit der Nummer 8 wird es sehr, sehr schwer werden, das ideale Rennen für mein Pferd zu erreichen. Ich werde es aber trotzdem versuchen und wir brauchen sehr viel Glück, dass wir unter die ersten 3 sein werden. Vor 2 Wochen gab es ja den tollen Fight mit Lady Cash AS. Der hat heute Startposition 1. Wie wird das heute? Ja, Lady Cash mit Nummer 1 ist auch nicht so glücklich, glaube ich. Also das wird ein bisschen eine Startfrage werden. Wenn sie glatt wegkommt, wird sie sicher versuchen, die Führung zu kriegen. Und wenn sie einmal auf der Führung ist, ist sie sicherlich schwer zu schlagen. Und wie ist Giovanni Venus in Form momentan? Giovanni Venus hat sehr gut gearbeitet. Nur leider, er braucht ein verstecktes Rennen. Das heißt, wir sollten uns irgendwo verstecken hinter einem anderen Fahrer. Und dann ideal die letzten 200, 300 Meter freikommen. Das wird mit Nummer 8 ein bisschen ein Problem werden, aber wir werden es versuchen. Und wie sieht es aus mit der Hitze? Ist er da robust? Ja, ich meine, es ist draußen mit dem Fahrtwind ist es nicht so schlimm. Im Stall ist es noch angenehm kühl. Also es wird für ihn kein Problem sein. Ja, und Giovanni Venus hat seinen großen Auftritt hier, ist aus dem kühlen Stall schon natürlich unterwegs, jetzt zur Fahrerparade. Und er vertritt natürlich auch die rot-weiß-roten Farben. Gibt da ein, zwei Favoriten und die in der Herausfordererrolle, würdest du das auch so meinen? Ja, Lady Cash aus. Der jetzt eben als Österreicher hier gegen die bayerische Phalanx antreten muss, der bayerischen Fahrer. In den letzten 7 Jahren haben 5-mal Fahrer aus Bayern das österreichische
Traber-Derby gewinnen können. Und wir haben es gehört, die Startpositionen, ganz entscheidend für dieses Rennen. Da haben einige Trainer eben schon so die Bedenken, denn der Start wird natürlich sehr, sehr entscheidend werden. Es sind einige sehr heiße Pferde, unruhige Pferde, die da einspringen können. Wir haben es ja eben im Rennen vorweg schon gesehen. Also da wird es jetzt wichtig sein, schon in den nächsten Minuten einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir warten jetzt zunächst einmal auf die Präsentation, auf die Fahrerparade der Vorstellung. Die Vorstellung eben der Fahrer aus dem Feld. Es sind insgesamt 15 Pferde und das ist wirklich eine Sensation, dass wir so viele Pferde eben sehen. Es wären eigentlich 16 gewesen, aber Hubert Brandstätter hat gerade gesagt, eben Jackpot in der Arbeit, im Training, leider in der Woche am Dienstag verletzt und deswegen kann er nicht antreten. Er wäre mit Nummer 3 ins Rennen gegangen. Ein Wort noch zu den Nummern, weil die oft angesprochen werden, die werden verlost für das Derby und wurden von den Besitzern so gezogen. Also das ist also eine reine Glückssache. Und wir warten jetzt also, bis die Pferde dann auch auf die Bahn kommen. Wetter haben wir auch angesprochen, ist gut. Noch sehr heiß in Wien, 28 Grad im Wiener Prater. Und da sollte es also keine Probleme geben. Wir erinnern uns zurück an die Rekordhitze vor 2 Jahren beim Derby, als da wirklich es große Probleme gab. Aber da hatten wir doch noch ein paar Grad mehr. Wir warten noch auf die Bilder vom Bahnfernsehen des Wiener Trabrennvereins, die uns im Moment derzeit nur ein Standbild des Richterturms bieten, der ja unter Denkmalschutz steht, die Wiener Kreau ja Ende des 19. Jahrhunderts errichtet als damals topmoderne Rennbahn, jetzt auch immer wieder umgebaut. Sie sehen links auch das Gebäude des Wiener Trabrennvereins, sehr viel Tradition hier mit dabei. Das Derby ja eben zum 138. Mal heuer gefahren, aber nur das zweitälteste Pferdesportereignis in Österreich, denn das Galopper-Derby, das erste wurde bereits 1868 gelaufen und das wird es heuer dann zum 155. Mal geben. Ja, wir warten noch auf die Bilder. Inzwischen kann ich Ihnen noch etwas zur Ausgangslage sagen. Eben Lady Cash AS angesprochen, ein Pferd, das aus der Zucht aus Bayern, aus in Italien kommt, von Sabine Jackson, das in Italien vorbereitet wurde, auch mit sehr guten Leistungen zuletzt in Mailand gelaufen ist, das jetzt eben hierher gekommen ist und das aber eben, und das wurde schon angesprochen, in diesem Derby-Versuchsrennen eine sensationelle Leistung geboten hat, wo es eben ein totes Rennen gegeben hat zwischen Lady Cash AS und Giovanni Venus auf den letzten Metern, also da nach vorgekommen. Und das bietet natürlich für das heutige Derby noch eine besondere Brisanz. Wir haben sehr viele Fahrer, die auch schon Derby-Siege gefeiert haben im Feld. Einige, die auch schon mehrfach gewonnen haben. Wir haben auch Matthias Walcher mit dabei. Wir haben Carsten Milek, wir haben Erich Kubes, Johann Boes. Also wirklich ein tolles Feld. Johann Lichtenbörter wird auch mit dabei sein mit Linze Venus. Und wir warten weiter auf die Bilder aus der Kreau. Ja, wir haben leider technische Probleme, dass wir Ihnen nicht mehr Bilder jetzt zeigen können hier als dieses Standbild. Wir werden Sie trotzdem natürlich weiter einstimmen auf das Traber-Derby. Die Startphase habe ich schon angesprochen. Dazu kommt natürlich, dass zum Beispiel Lady Cash AS noch nicht sehr oft hier in der Wiener Kreau gelaufen ist. Ich habe es gesagt, eben wird von Sabine Jackson, der Trainerin und Besitzerin in Italien, trainiert, ist heuer in Mailand. Wirklich schon tolle Rennen gelaufen Anfang Mai. Da wurde er von Pietro Gubelini gesteuert. Dasselbe gilt natürlich auch für McEnroe, die Startnummer 2. Die anderen Pferde natürlich, die kennen die Bahn gut. Auch das könnte natürlich dann in den entscheidenden Momenten auch der entscheidende Unterschied sein, wenn es darum geht, eben ob das Pferd zu Beginn auch gut ins Rennen kommt. Zeitplan hat sich ein bisschen verzögert auch. Die Rennen haben ein bisschen länger gedauert vorher.
Und wir sehen die Pferde, die jetzt auf die Bahn kommen, begleitet von den Mini-Trabern. Auch das Mini-Traber-Derby gehört natürlich auch zum Programm dieses Renntags. Die Kinder, die hier auch dann ihren Renneinsatz haben, werden jetzt also die großen Favoriten begleiten. Ganz nett auch hier in die nächste Generation, in die nächste Traber-Generation auch zu blicken. Die ist in der Familie Meier ja schon auch bestens angekommen. Und auch der Enkel von Gerhard Meier ist ja mittlerweile bei den Mini-Traber-Rennen hier wirklich ganz gut mit dabei. Früher natürlich auch Trabreiten sehr beliebt gewesen hier im Prater. Und hier gab es eben auch dann die ersten Pferderennen. Früher auf der Prater Hauptallee Ende des 19. Jahrhunderts eben ein großer Sport auch für die Adeligen. Und hier sehen wir eben mit der Nummer 1 Lady Cash AS mit Matthias Schambeck, der aus Bayern kommt, der natürlich ein ganz erfahrener Mann ist, der eben auch schon einige Male hier in Wien an den Start gegangen ist. Und er hat seine zwei Derby-Siege ja schon im Interview angesprochen. Vor allem jener im Jahr 2000, sehr interessant, denn da kam er als wirklich krasser Außenseiter und hat hier wirklich aus dem Nichts große Schlagzeilen gemacht, weil er eben das Derby gewonnen hat. Die Parade also jetzt eigentlich auch als Präsentation für das Wettpublikum und für das Publikum gedacht, dass man hier vielleicht auch noch die letzte Wette platzieren kann. Und dann gibt es noch eine kurze Runde im Renntempo vorbei an der Tribüne und dann wird das Rennen gestartet. Ich kann entschuldigen, wir haben keinen Effektton leider auch, den wir Ihnen anbieten können. Deswegen hören wir auch keine Geräusche derzeit aus der Wiener Kreau. In Kürze geht es dann los mit der Fahrerparade. Sehen hier die Kinder, die natürlich auch diesen Auftritt genießen. Und dann werden wir natürlich alle Pferde noch einmal ausführlich vorstellen. Das ist also Lady Cash AS, trainiert von Eric Bondo in Italien und Matthias Schambeck, der zweifache Derby-Sieger, eben Nummer 1. Für ihn, er hat es gesagt, das ist nicht ideal. Er ist ein sehr hitziges Pferd, das gerne mal einen Fehler einbaut. Und ich hoffe, oder er hofft natürlich, dass er vor allem gut wegkommt jetzt hier beim Start. Dasselbe gilt natürlich auch für die Startnummer 2, direkt neben ihm. Wie gesagt, eben die Nummern verlost. Bei einem normalen Rennen ist es ja so, dass es nach der Gewinnsumme der Pferde geht, dass also jenes Pferd, das am meisten gewonnen hat, dann weiter hinten startet. McEnroe mit Christoph Schwarz, ebenfalls aus Bayern. Oft schon auch in Österreich unterwegs mit der Startnummer 2. Aus gutem Blut auch, trainiert von Robert Gramüller und auch aus dem Team McEnroe von den Gramüllers aus Bayern. Wir erinnern uns an Heck im Eck, der ja den Derby-Rekord aufgestellt hat vor 2 Jahren mit 1,15,0. Der Rekordhalter hier also auch aus demselben Stall von Robert Gramüller. Das M steht übrigens für Markus Gramüller. Das ist mit der Nummer 4, Montbijou RS, gefahren von Trainer Franz Kohnlechner. Im Besitz von Stall Lucky 7. Ganz grundlegend noch ohne Derby-Sieg von den Zeiten her. Ja, sind wir gespannt, ob er da mithalten kann, wenn die beiden vorne mit 1 und 2 Tempo machen. Mit der Startnummer 5, Linze Venus, gefahren von Johann Lichtenwörter aus dem Stall Tiefenbach. Sollte von den Zeiten her ja da doch etwas zurückliegen. Wäre schon eine Riesenüberraschung. Auch Johann Lichtenwörter noch ohne Derby-Erfolg. Mit der Nummer 6, Power Conway, gefahren von Jorma Kontio. Der 70-Jährige mit unglaublichen 11.700 Lebenssiegen. Eine Legende in Finnland und Schweden. Hat schon 9 Derbys in vielen europäischen Staaten für sich entschieden. Zweimal der Schwedische zum Beispiel. War auch zweifacher Europameister. Mit der Nummer 7, Ajib, gefahren vom Niederösterreicher Harald Sikora, der Trainer aus Baden, wird hier versuchen mitzuhalten mit der internationalen Klasse, ist im Derby-Testrennen eingesprungen. Giovanni Venus mit Wolfgang Roth mit der Startnummer 8. Wolfgang Roth mit dem letzten Derby-Sieg im Jahr 2020. Das erste Derby hat er 2001 gewinnen können. Und wie gesagt, mit den 17,7, das war eine super Zeit auch im Derby-Versuchsrennen. Das gibt ihm natürlich Motivation. Startnummer 9, Antonia O, gescheuert von Johann Buys, dem Niederländer, der schon lange
in Österreich für den Stall Ortner unterwegs ist. Mit der Startnummer 10, Massimo Venus, gefahren von Ilona Kubikova, die Tschechin, eine Berufsfahrerin und Trainerin im Gestüt Venus in der Nähe von Budweis, auch immer wieder ab und zu, auch selbst im Salki, hat mit Massimo Venus auch in Bratislava vor kurzem ein Rennen gewonnen. Mit der Startnummer 11, Lea Venus, gefahren von Carsten Milek, war Zweiter im Derby 2020, auch im Vorjahr im Derby mit dabei. Startnummer 12, Prime Abacos, gefahren vom schwedischen Star-Catch-Driver Jürgen Sunnesson, der 60-Jährige aus Jägersrö, auch schon mit fast 3000 Siegen auf seinem Konto. Mit der 13, vielleicht ein interessanter Außenseiter, mit Macchia, gefahren vom Trainer Christoph Fischer, vom Tiroler aus Meierhofen, im Besitz von Timea Kornberger, hat mit einem Sieg vor zwei Wochen in 1:17:0 auch Klasse gezeigt. Sieg im Preis der Stadt Wien auch, also starkes Jahr. Mit der Nummer 14, Look at Me, gefahren von Erich Kubes. In der zweiten Reihe wird es natürlich da mit den letzten Plätzen schon schwierig werden, vor allem wenn vorne ein schnelles Tempo vorgelegt wird. Auch für Kiwis Sixth Sense, gefahren vom Rekordchampion von Gerhard Meyer. Der 63-Jährige hat schon heuer wieder 33 Siege abgespult, hat sich hier eben für Kiwis Sixth Sense entschieden, auch schon drei Siege gefeiert mit diesem Pferd. Und mit der Nummer 16, Schneller Blitz L, aus dem Stall Lerchenhof, Matthias Weicher im Salki. Der Trainer aus der berühmten Traber-Dynastie aus Ramsau am Dachstein, Papa Hans, der sicher vielen noch bekannt, der ja lange Jahre auch die Szene in Österreich geprägt hat. Das sind sie also, die 15 Pferde. Vielleicht haben wir jetzt schon ein bisschen erkennen können, wer da ein bisschen nervös ist jetzt, wenn es zum Startauto geht. Ganz interessant auch die Geschichte der Starts in den Derbys, denn in den Urzeiten, wir haben es ja gehört, 1884 gab es das erste Derby mit Sieger Antal, mit Fahrer Karl Hutschenreiter. Da gab es natürlich noch keine Autos, also mit denen man hätte ein Pferderennen starten können. Da gab es natürlich ausschließlich den Bänderstart. Und erst später kamen dann die Autostarts aus den amerikanischen Rennbahnen auch reingebracht mit den Automatikfahrzeugen. Und auch das Traber Derby immer wieder lange auch mit den Bänderstarts, aber jetzt schon seit einigen Jahren als Autostartrennen. Jetzt noch einmal das zum Warmmachen, die schnelle Gerade im einigermaßen rennorientierten Tempo und dann geht's los. Startkommando wird dann noch 3 Minuten lauten, Sie hören es im Hintergrund. Und dann geht es über die 2600 Meter Distanz. Die Renntaktik haben wir von den Trainern schon kurz gehört. Eben, man muss versuchen, dass man die beiden vorne nicht weglässt. Denn wenn natürlich Lady Cash und McEnroe hier das Tempo so schnell machen, dass sie vielleicht schon eine frühe Vorentscheidung herbeiführen, dann werden sie es nicht schaffen. Also man muss auf diese Startphase hoffen, vielleicht auf den Fehler hoffen, dass einer vorne einspringt, dass es hier Unruhe gibt. Und da haben wir Wolfgang Ruth, der ja lange Zeit selbst auch in Italien tätig war, dann wieder zurückgekehrt ist, mittlerweile eben mit seinen Pferden in Ebreichsdorf stationiert ist, genauso wie auch Hubert Brandstetter, der Oberösterreicher, natürlich auch hier in der Wiener Kreau. Und da haben wir Christoph Schwarz, der eben auch schon 3 Siege gefeiert hat, heuer mit McEnroe, 2 in Straubing im Mai, hat gesagt, sein Pferd hat noch große Reserven. Wir werden sehen, wie groß die wirklich sind. Und hier haben wir noch einmal Gerd Meyer mit Kiwis Sixth Sense. Ganz interessant, kurz angesprochen, die Blutlinien eben der Pferde. Lady Cash AS, der Topfavorit mit der Nummer 1. Auch eine Tochter von Xea Venus, die ja auch Mutter des Feurex, Vorjahr-Derby-Siegers Charming Charlie AS ist. Und Charming Charlie AS mittlerweile ja nach dem Derby-Sieg wirklich eine international großartige Karriere gemacht, ist ja mittlerweile bei großen Rennen in Frankreich, Italien und Finnland wirklich unterwegs. Also dieses Derby als Sprungbrett gut genützt der jungen Pferde, eben der Vierjährigen, vor allem für die Züchter besonders wichtig. Und man freut sich auch, dass viele unterschiedliche Züchter jetzt hier eben aus Österreich vertreten sind. So, jetzt schauen wir mal eben
Hitze ein Thema. Wir haben es gehört, dass Hubert Brandstedt auch gemeint hat, dass seine Pferde haben heute schon ein bisschen geschnauft. Natürlich hört der Fahrer, hören die Betreuer da genau hin, dass man auch beim Einfahren, beim Aufwärmen das Pferd nicht überfährt, dass man hier Kondition spart. Und da haben wir schon Lady Cash Eyes. Wie kommt er jetzt an das Auto, ans Gitter, wie es heißt in der Fachsprache? Mal schauen, ob er da sehr eng ausfahren wird, wie das Tempo gleich zu Beginn sein wird. Acib mit Harald Sikora, super Besuch heute, einige tausend Fans hierher gekommen. Sie sehen es, erleben einen wirklich großartigen Renntag. Joel Venus im Besitz von Josef Engelmeier und Peter Ruiner. Schon sehr erfolgreiche Besitzer im österreichischen Trabrennsport. Und dann geht's los. Dotation 50.000 Euro. Das Rennen der Rennen für den heimischen Trabrennsport. Das 138. österreichische Traber-Derby ist bereit. Und wir schauen ganz innen auf die Positionen 1, 2. Eben da starten die Topfavoriten. Ah, Sie sehen, wie der Kopf von Lady Cash AS da schon unten ist. Und McEnroe, Sie sehen es, der wird da schon flotter gebracht von Christoph Schwarz direkt an die Bande. Außen ist Power Conway mit Contio auch schon da. Und wo ist da die Nummer 8? Auch Ruth, Wolfgang Ruth schon außen. Achtung, Start frei. Und Lindsay Reno schon eingesprungen. Start frei. Oh, ist ja ein schlechter Start von Lady Cash AS. Sie sehen es, der hat sich da überhaupt nicht getraut, ranzufahren. Der ist jetzt nur an fünfter Position. Acib mit Harald Sikora mit einem Superstart übernimmt jetzt die Führung. Bijou RS, Franz Kohnlechner dahinter und Wolfgang Ruth mit Giovanni Venus hat da einen Superstart erwischt, ist jetzt schon an zweiter Position. Dahinter mit der Nummer 2, McEnroe. Da hat das Christoph Schwarz geschickt gemacht, hat sich jetzt noch zurückgehalten. Jetzt schauen wir mal, wie er in die Gänge kommt. Und dahinter erst Lady Cash, jetzt im Moment nur an fünfter Position, der große Topfavorit. Aber wir haben ja noch lange Zeit, jetzt noch über 2 Runden. Das fällt erst zum ersten Mal vor den Tribünen. Und jetzt sehen Sie, McEnroe macht das Tempo flott, kommt da jetzt aus, möchte jetzt früh die Spitze übernehmen, um das Tempo zu kontrollieren. Und schauen wir in seinem Sog hinten, Lady Cash AS, die setzt sich da aus rein. Das heißt, wir haben jetzt alle Favoriten hier vorne. Und überraschend stark eben Harald Sikora mit Acib. Dahinter sehen wir auch Lindsay Venus, die weggebrochen ist. Und dahinter Abacus Prime mit Jürgen Sünnesen und davor auch noch Montbijou RS mit Franz Kohnlechner. An der Spitze McEnroe, Christoph Schwarz mit 1,5 Längen Vorsprung. Dahinter auch sehr sicher Giovanni Venus. Schau mal, wie ihm das Tempo dann gut tut. Dahinter mit Lady Cash AS und dahinter Macchia auch noch, der jetzt am Ende des Feldes aufkommt. Jetzt außen vielleicht schon die Attacke auf den Führenden. Also McEnroe innen und außen Lady Cash AS. Wir sind zum zweiten Mal im Universitätsbogen. Und McEnroe kontert. Sie sehen es, hat jetzt noch die halbe Länge Vorsprung. Außen Lady Cash AS kommt noch nicht vorne. Und hinter Giovanni Venus da in ganz guter Position. Daneben Abacus Prime mit Jürgen Sünnesen auf Position 4. Und innen Acib mit Harald Sikora, der jetzt natürlich eine ungute Position hat, weil er jetzt eingesperrt wird. Denn von hinten kommt auch schon Power Conway mit Jorma Contrio. Und dahinter davor auch noch Johann Dichtenwert, Franz Kohnlechner mit Montbijou RS. Es geht zum zweiten Mal beim Richterturm vorbei und McEnroe das Tempo ein bisschen gedrosselt und im Stadionbogen außen hält sich jetzt Lady Cash AS zurück. Die Frage ist, wann kommt der Angriff oder hebt er sich das dann für den Zieleinlauf aus, nämlich Matthias Schambeck, der bisher ein ganz gutes Rennen fährt. Giovanni Venus dahinter innen, dahinter Abacus Prime mit Jürgen Tunnesen. Jetzt geht Archie über ein bisschen die Luft aus. Ja, das war das hohe Anfangstempo, das kann er nicht mithalten. Dahinter Macchia mit Christoph Fischer. Ja, der wird seiner Mitfavoritenrolle hier gerecht. Er kann hier mit den Top 4 mithalten. Tolle Fahrt des Tirolers, der hier mithalten kann. Vorne weiterhin McEnroe, jetzt wieder mit einer halben Länge Vorsprung. Wir sind unterwegs zum Einlaufbogen. Außen Lady Cash AS, wann kommt der Schlussangriff? Gibt es noch Kraft dafür? Innen Giovanni Venus und dahinter Abacus Prime und mit einigen Längen dahinter Macchia. Die anderen Pferde dürften keine Rolle mehr spielen. So, jetzt kommt Christoph Schwarz mit dem Schlussangriff, hat McEnroe noch einmal flott gemacht und zieht jetzt wirklich davon um 2, 3 Längen. Und es sieht so aus, als könnte Lady Cash AS hier nicht mehr zulegen auf der Einlaufgeraden. Nein, das war nicht das Rennen, glaube ich. Oder hat er noch alles drinnen? Jetzt innen schwierig für Wolfgang Roth, der kommt nicht raus, der wird ein bisschen eingesperrt und ganz außen Abacus Prime und ganz außen auch noch der Angriff, aber der Sieg für McEnroe. Überlegen, schauen Sie sich diesen Vorsprung an und innen Wolfgang Ruth mit Platz 2 durch Giovanni Venus. Wirklich hart erkämpft mit einer Superfahrt.
Und der große Favorit Lady Cash AS hier geschlagen wird hier nicht Derby-Sieger. Noch einmal, der Zielanlauf. Also McEnroe war durch. Das war ein tolles Rennen von Christoph Schwarz, der damit seinen zweiten Derby-Sieg nach 2 Jahren holt. Damals eben mit Heck im Eck mit der Rekordzeit. Und dahinter schauen Sie auf Wolfgang Roth, der jetzt alles versucht rauszuholen, dass er da nämlich auch noch in die Spur rüber kann. Aber Lady Cash AS hat nichts mehr zuzusetzen außen Matthias Schambeck, denn dieser Vorsprung ist dann schon einfach zu groß. 25.000 Euro gibt es für den Sieger und wieder für Trainer Robert Gramüller. Zweiter Derby-Sieg innerhalb von 3 Jahren, Platz 3 für Lady Cash AS und toller Vierter haben wir gesehen. Christoph Fischer mit Macchia hat es geschafft, er liegt noch auf Platz 3 vor Abacus Prime mit Jürgen Sünneson schließlich auf Platz 4. Ja, tolles, packendes Derby und genauso wie es die Trainer auch eingeschätzt haben, war der Start entscheidend und man hat es ein bisschen beim Hinfahren schon gespürt, dass Matthias Schambeck da ein bisschen Respekt gehabt hat, wie er es ja selbst auch bei uns im Interview vorher gesagt hat und das hat sich dann eben auch im Rennen gezeigt. Sehen wir noch einmal von der ersten Runde, tolles Rennen, möchten wir auch gratulieren natürlich, Wolfgang Roth, der eine gute Startposition gehabt hat, das war sein Wunsch. Und Christoph Schwarz mit der frühen Führung, nämlich dass er die so früh übernommen hat, auch die goldrichtige taktische Entscheidung für ihn in diesem Rennen. Macchia eben mit Christoph Fischer hat nicht umsonst heuer 3 Rennen schon gewinnen können. In guten Zeiten, 1.18, auch 1.17er Zeiten. Da sehen wir auch Matthias Walcher noch mit schneller Blitz, der leider hier keine Rolle gespielt hat im Rennen, genauso wie Kiwis Six Sense. Aber es war vom Renntempo her genauso, wie es viele erwartet hatten, dass das Tempo dann einfach zu schnell war, dass McEnroe vor allem dann auf dem mittleren Kilometer eingelegt hat. Und wir sehen hier eben Lady Cash AS, die versucht hat, einmal kurz zu attackieren, McEnroe, aber da hat man schon gesehen, dass da vielleicht heute relativ wenig ging. Schönes Rennen auch von Montbijou RS mit Franz Kohnlechner, der im Gestüt Schönfeld in Niederösterreich stationiert ist. Und da haben wir auch Macchia eben mit der Nummer 13 mit Christoph Fischer gesehen. Ja, das war der erste große Saisonhöhepunkt und auch der Schlusspunkt, natürlich heute der letzte Renntag, dann bevor es in Baden weitergeht mit dem Traben und im Herbst dann mit dem großen Höhepunkt im Hunyadi-Gedenkrennen in der Creau. Heute noch natürlich einige Rennen auch am Abend noch auf dem Programm. Ja, und wir sind gespannt, welchen Weg natürlich McEnroe machen wird. Schon gesagt, Heck im Eck hat es ja gut geschafft und wir haben die Besitzerfamilie auch schon gesehen. Zuerst Besitzer Jale mit hergekommen aus Bayern, wie sie dann eben den Weg ihres Pferdes weiter planen. Jetzt schon der 4. Sieg für McEnroe, wir haben es gehört. Es gibt auch keine weiteren Proteste. Rennleitung hat den Einlauf bestätigt. Das heißt, wir können in Kürze dann auch gleich das erste Interview sicher Ihnen anbieten. Die Dichte der Pferde wurde angesprochen, die heuer eben besonders groß ist. Da muss man sagen, dass eben da auch einige Pferde verletzt ausgefallen sind aus dem letzten Jahr, aus dem 3-jährigen Jahrgang. Und das gibt eben besonders Hoffnung natürlich auch für die Zukunft, für die Zucht, dass wir hier so viele starke Pferde von verschiedenen Züchtern gesehen haben. Den Klasseunterschied sehen Sie auch hier nochmal. Schauen Sie, wie groß der Rückstand war hier von den letzteingekommenen Pferden. Und leider, wir sehen Harald Sickerer, der hat sich da völlig verausgabt mit seinem Ajib. Wenn ich das richtig gesehen habe, nur der letzte Platz am Ende, weil das Tempo eben so hoch gewesen ist. Trainer, die Siegesprämie wird natürlich aufgeteilt, wie es üblich ist im Trabrennsport für Besitzer und auch Trainer. Ein Besitzerkonsortium, das McEnroe gehört und man lässt sich da eben immer auch lustige Namensspiele einfallen. Das M eben für Markus und dann auch leicht eben zu erkennen, dass die Pferde alle aus einem Stall kommen. Das Galopper-Derby für alle Fans des Pferdesports auch Ihnen ans Herz zu legen, das wird dann am 26. Oktober in Ebreichsdorf auf der Galopprennbahn angesetzt sein. Und wir sind dann auch gespannt auf die offizielle Kilometerzeit. Ich glaube 1:15:0 wird sich nicht ganz ausgegangen sein, das ist eben der Siegesrekord, aber war auf jeden Fall eine sehr, sehr schnelle Kilometerzeit.
trainiert eben McEnroe von Robert Gramüller. Christoph Schwarz, der 10 Siege auch schon heuer in Österreich gefeiert hat. Der Bayer, das ist ja selbst gesagt, dass er sich eben schon sehr wohl fühlt. Ja, Tempo nicht sehr hoch und warum dauert so lange, auch das erklärt, weil man natürlich versucht auch noch im Stall dann die Pferde richtig herzurichten mit der Decke. Und der Einlauf eben bestätigt mit McEnroe vor Giovanni Venus und Lady Cash und dahinter Abacos Prime. Ja, Eltern Odessa Santana und Devona im Versuchsrennen auf Platz 3 in 1,17,8. Hat uns ja selbst gesagt, da habe ich mich noch ein bisschen zurückgehalten. Er hat völlig richtig dosiert. Er hat sich alles für diesen heutigen großen Renntag aufgehalten sozusagen und hat auch sein Pferd natürlich richtig eingeschätzt. Ja, toll. Und sich auch für die Fahrerpräsentation hier etwas Besonderes heute einfallen lassen. Die Fahrer haben dann und Fahrerinnen natürlich haben Blumensträuße überreicht, auch an das Publikum, an Damen und Herren. Ich glaube, viele Rahmenaktionen. Und jetzt also ist alles bereit für die Siegerehrung. Weiter warten heißt es also auf den nächsten österreichischen Fahrer, der das Derby gewinnt. Denn es ist jetzt natürlich wieder ein Bayer. Aber wir können ja unsere lieben Freunde aus Bayern, unsere Nachbarn, schon fast eingemeinden. Wenn wir an die großen Erfolge von Rudi Haller denken, der ja auch schon oft das Derby gewonnen hat, auch zuletzt das Hunyadi. Und jetzt ist er bereit für die Siegerehrung, wird gleich in den berühmten, unter dem berühmten Lorbeerbogen aufscheinen. Noch einmal die wichtigsten Szenen. Also da war das Rennen schon früh bereit zum Jubeln. Da zieht ein Lauf mit ja, großem Vorsprung. Und hier noch einmal das Feld am Ende eben mit einigen hundert Metern Rückstand hier eingekommen. Und noch einmal der Zweikampf eben um Platz 2. Aber eigentlich schon auf den letzten 300 Metern der Sieg von McEnroe. Ganz klar. Bin gespannt, wann er dann auch einmal vielleicht schon nach Frankreich schielt. Dort hat man ja dann auch sehr hochdotierte Zuchtrennen, die man dann vielleicht als Fünfjähriger schon angehen kann. Ein paar internationale Rennen, vielleicht auch dann im hohen Norden, in Schweden oder auch in Finnland. Ja, leider kein Gastspieler sich ausgezahlt hat für Jorma Kontio, den großen Star aus Finnland, der heute leider viel Pech hat in den Rennen, eben weggesprungen jetzt und auch mit Power Conway hier heute im Rennen nichts schaffen konnte. Nichts ist es geworden aus seinem 10. Derby-Sieg. Ist ja vor 22 Jahren auch Europameister geworden, zuletzt auch vor 23 Jahren. Und jetzt gibt es also die Pokale links mit dem weißen Hut, das ist Robert Gramüller, der Trainer von McEnroe, der natürlich auch gerne den Siegerscheck mitnimmt. Und das Team der Besitzer gemeinsam mit dem Derby-Sieger, gefahren von Christoph Schwarz. Ja, es wird dann doch spannend, ob das Pferd den Siegerkranz nimmt oder nicht. Schauen wir mal, da hilft meistens eben ja einer mit, der das Pferd besonders gut kennt. Manche haben das überhaupt nicht gern, aber er genießt das auch dann richtig mit dem Derby-Siegerkranz dann auf die Ehrenparade zu gehen. Ja.
Ja, wir begleiten natürlich dann auch McEnroe jetzt noch auf den paar Metern mit seiner Siegerdecke, während sich sein Fahrer bereit macht für unser Interview. Und Johannes Kahner hat gleich die Stimmen des siegreichen Fahrers. Ja, der große Sieger steht also fest. McEnroe, Christoph Schwarz, hat McEnroe heute sein Temperament gezeigt? Man kann sagen, heute Spiel sei zum Sieg. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Heute hat er wirklich eine extraordinäre, muss ich schon fast sagen, Leistung gezeigt. Ich war optimistisch, aber dass er so ein Rennen heute liefert, das war schon fantastisch, die Leistung, ja. Das heißt, diese Dominanz, die Sie eigentlich die ganze Zeit gespürt haben, hat Sie überrascht? Im Endeffekt ja, hinten aus dann schon, dass das eigentlich dann so sich so entwickelt. Das war die Startphase, war ein bisschen turbulent. Die meisten sind gesprungen, war ein bisschen Verkehr, schätzungsweise. Bin gut weggekommen, hab dann versucht, die Spitze zu übernehmen und dann vorne das Tempo zu gestalten. Und er war jederzeit bereit, also zuzulegen und zum Schluss auch noch locker gelöst. Ja. Ist McEnroe damit jetzt, Sie haben ja 2021 mit Hackemack gewonnen, ein würdiger Nachfolger? Ja, auf alle Fälle. Und es ist ja, das Pferd gehört einem Besitzersyndikat. 20 Besitzer ist auch was Besonderes. Wie machen die das jetzt mit dem Pokal? Entweder machen sie 19 Mal nach oder sie schneiden 19 Mal auseinander. Das ist jetzt ihnen überlassen. Aber das heißt, selber Züchter damals wie 2021 Hackemack, das ist ja erfolgsversprechend. Ja, also der Zucht aus der Mutter und aus der Linie sind sie alle, wie man sagt, Rennpferde, sind alle unkompliziert, sind am Start schnell. Er ist wie sein Bruder, vorher ein bisschen so ein Kasper, aber wenn es dann drauf ankommt, dann bringt er seine Leistung und ist top. Und wenn Sie jetzt da rausschauen, die 1000 Fans hier auf den Tribünen, das Ganze in einer wunderschönen Sportstadt Wien, wie geht's Ihnen da? Wie gesagt, wie wir vor dem Rennen schon gesagt haben, immer so ein Derby. Derby hat einen eigenen Charakter, einen eigenen Flair. Die Zuschauer spielen mit, das Wetter spielt heute noch mit. Das ist einfach ein besonderes Rennen, das gewinnt man nicht so alle Tage oder. Und wie gesagt, das ist einfach was, dann im Endeffekt schon was Besonderes, ja. Dann gratuliere ich Ihnen herzlich und danke für das Interview. Dankeschön. 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 Herr Sportstadtrat, darf ich Sie auch noch zu uns bitten? Zu ein paar Worten, Herr Sportstadtrat Peter Hacker, heute auch hier vor Ort. Sie haben ein Lächeln im Gesicht. Hat es Ihnen so gut gefallen? Ja, ehrlich gesagt schon. Also ich war wirklich neugierig. Wir sind ja immer wieder im Gespräch einfach über diese Sportstätte hier. Und ich kann mich erinnern, wie ich ein Kind war, war ich relativ oft eigentlich da. Also meine Erinnerung war mit meinen Eltern, war ich eigentlich ziemlich oft hier bei den Veranstaltungen. Es ist ja damals viel im Fernsehen übertragen worden. Irgendwie war das immer präsent. Und dann gibt es eine Phase in meinem Leben, da ist es vollkommen vom Radar verschwunden. Und jetzt als Sportstadtrat bin ich natürlich auch beschäftigt mit dieser Sportanlage. Und ich habe mir schon lange Zeit vorgenommen gehabt, dass ich nach dieser Pandemie mir endlich wieder mal da ein ordentliches Derby anschaue. Und heute ist es soweit. Und das Wetter spielt natürlich auch noch mit und es sind extrem viele Leute da. Es hat wirklich Spaß gemacht, da jetzt zuzuschauen. Und ist gerade der Pferdesport jetzt eine Sportart, die einfach Tradition verbindet und eben auch so schöne Erinnerungen hervorruft? Ja, also bei mir persönlich jedenfalls weckt es Erinnerungen, wobei ich selber nie mit Pferdesport an sich sonst in Berührung gewesen bin. Aber ich habe es einfach als ein ästhetisches Ding irgendwie in Erinnerung. Also das ist meine Emotion eigentlich dazu. Ich finde das ja sehr ästhetische Art und Weise, wenn man Pferdesport zuschaut. Das hat immer, finde ich, was mit Ästhetik zu tun. Und das finde ich bemerkenswert. Und dann merkt man natürlich auch, wenn man da oben auf der Tribüne ist, mit welcher Leidenschaft alle da sind. Und Leidenschaft ist natürlich was Gutes und Leidenschaft und Sport gehören auch zusammen. Und darum geht es mir heute gut und bin total happy, dass ich da bin. Das heißt, die Wiener Kreau hier ganz, ganz wichtig für die Sportstadt Wien, einfach auch als Sportstätte? Ja, definitiv. Darüber gibt es gar keinen Zweifel. Also das ist immer wieder wird da herumdiskutiert. Ich habe kein Verständnis dafür und es gibt auch kein grünes Licht für andere Pläne, außer dass wir diese Sportstätte da ein bisschen updaten müssen. Dass wir auch darüber nachdenken können, was bringen wir noch an Sportarten her, um sozusagen das Sportareal als solches nicht nur für den Pferdesport zu nutzen, sondern vielleicht im Infield auch etwas anderes uns kreativ überlegen. Da muss man darüber nachdenken, da gibt es ein paar Ideen, aber nicht mehr. Aber jedenfalls über die Frage, bleibt das eine Sportstätte oder nicht, die Frage ist längst entschieden, das selbstverständlich bleibt das eine Sportstätte. Das Gebäude hat historischen Wert. Unter dem Aspekt des Klimaschutzes, leider unter Denkmalschutz, weil das ein bisschen unökonomisch ist. Aber ansonsten ist es eine Stätte, die gehört zu Wien und
Und daher gibt es keinen Zweifel, dass wir auch als Stadtregierung hinter dieser Sportstätte stehen. Dann rechnen wir alle damit, dass wir Sie hier bald wiedersehen mit dem Lächeln im Gesicht. Danke für das Interview. Das kann, glaube ich, wirklich passieren. Super, dann Dankeschön und viel Spaß noch bei den weiteren Rennen. Danke sehr. Ja, aber das war's jetzt mal von uns hier in ORF Sport Plus. Das 138. österreichische Traber-Derby ist also entschieden. McEnroe, der strahlende Sieger. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie Peter Hacker und die vielen tausenden anderen Fans hier in der Wiener Kreau. In Kürze geht's bei uns weiter mit Live-Sport um 19.30 Uhr, nämlich mit Kletter-Weltcup aus Innsbruck. Damen und Herren, das Lead-Finale. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald.